weiter zu schnell, bis zu der vollschwachen Arztwende am Ausstrecke. Genau das ist das Thema unseres Sonntags. Digitale Form des Autorennens, ein oder aus, geht oder geht nicht. Handy ist drin, Rast ist drin, erwartungsgemäß, bitteschön, Edward ist drin, Raginger ist drin, die 23 auf mir, Nikitin ist drin, die haben Laufen, die Hundrige Bohlen ist drin, bisher alles normal. Und dann kommt die Überraschung schlechthin, denn ich bin Florian Schulze, der Immobilienmakler aus Leipzig oder Kaufmann, besser gesagt, der Privatier, der den Apparat auf die 8. Stelle gefahren hat und der wahrscheinlich jetzt den sofortigen Abbruch des Wettbewerbs fordern wird und der Ausdruck der Ergebnisse ist, weil als Edelamateur mehrmals dran vorne zu stehen, das ist eine Hausnummer schlechthin. Oder nun, dass der Kohle ist auf 9, das ist das und die haben danach noch gedacht, ich habe einen Haken hinter den Namen Siedler gemacht. Da hat er gesagt, okay, das Auto kannst du gleich zusammenlegen, das hat es hinter sich. Nein, vergiss es. Er holte ihn jedes Mal wieder die ungeglaubte Lieblinger. Auf diesem Weg habe ich nach unmöglichen Situationen grub er den Elfer wieder aus. Und im Augenblick nur auf Rang 12. Das ist alles andere als stark für den Herrn aus den Bergen, aus der Wildschönau in Müßmarch. Die Niederabfahrung der Doppelschaltung. Damian Sabiki 13, der war mal bei Ausmotorsport, hat sich und sprang aus von der Mannschaft ausgesetzt, eigentlich als Ulberg. Die beiden Chefs des Torch Racing Teams aus Deutschland bzw. aus Polen. Clemens Schmid ist 14. Das ist auch alles am Start der Wahrnehmungsgrenzlauf. Autokommen.
Alarm durchrast und dahinter lauert Tandy. Und Jan Seifert hat die Pole Position auf dem rechten Fuß. Achtung! Achtung, fährt das schwarz-rote Auto mit Seifert Motorsport zur neuen Bestzeit. Er scheitert die 20 Sekunden. Bestzeit Sektor 1. Etwas Faktor 5, da ändert sich nichts, Candy durch, es bleibt so, sagt zu.